Wir sind zu spät. Gaza ist schon zerstört. Janet hat ihren Sohn schon verloren. Sadil wird nie wieder Theater spielen. Die Familien sind schon aus dem Melderegister gelöscht. Würden wir ab jetzt einen Tag um jeden Palästinenser und jede Palästinenserin trauern, die seit dem 7. Oktober getötet wurden? Wir müssten bis ins Jahr 2047 trauern. Es ist schon zu spät. Als ich das erste Mal nach Palästina kam, kam ich als Deutsche. Ich nannte einen Genozid Konflikt, einen komplexen noch dazu. Ich hielt mich selbst für neutral, wollte beide Seiten verstehen. Ich fragte, warum wollt ihr keinen Frieden? Aber Rani sagte mir, euer Frieden ist eine Lüge. Und Anhar sagte mir, in diesem Frieden wurde meinem Bruder von einem israelischen Geschoss die Wirbelsäule durchtrennt. Und Hadil sagte mir, in diesem Frieden schliefen meine Schwestern und ich jede Nacht mit Kopftüchern, weil die Armee in unser Haus kam. Und Ahmad sagte mir, in diesem Frieden erwachte ich als Kind mit einem Maschinengewehr im Gesicht. Als ich 16 Jahre alt war, explodierte ein Geschoss vor meinem Kopf. Seitdem trage ich die Splitter der Besatzung in meinem Körper. Und Janet sagte mir, es war, was ihr Frieden nennt, als ein Soldat meinen Sohn mit einem Kopfschuss hinrichtete. Er wurde 16 Jahre alt. Und das ist nur die Geschichte meiner Familie. Einer Familie in Palästina. Ein paar Jahre später. Wir besuchen die Familie in Belayin. Ich gehe mit meiner Tochter auf einen Spielplatz. Soldaten kommen. Meine Tochter versteckt sich hinter der Rutsche. Die Soldaten verhaften ein paar Männer. Sie schießen Tränengas. Sie richten ihre Gewehre auf uns. Ich schreie sie an, was macht ihr hier? Wir bringen Frieden, sagt mir ein Soldat. Und ich denke an Rani. Euer Frieden ist eine Lüge. Wem das Leben der Menschen in Palästina und Israel auch nur ansatzweise etwas bedeutet, der muss begreifen, dass die Gewalt nicht am 7. Oktober begann. Die Ursache der Gewalt liegt im Siedlerkolonialismus. Ständige Landnahme und Eliminierung der indigenen Bevölkerung. Ein Staat, der auf Gewalt und Gewalt und immer noch mehr Gewalt beruht, kann keine Sicherheit bieten. Ganz sicher nicht für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Aber eben auch nicht für Jüdinnen und Juden. Und immer noch sagen sie, es ginge um Sicherheit. Während sie Krankenhäuser und Kirchen und Schulen und Krankenwägen bombardieren, sprechen sie von Sicherheit. Ich verlange, dass sie mir dieses Kriegsziel erklären. Wie viele Palästinenserinnen und Palästinenser wollt ihr töten, aus keinem anderen Grund, als dass sie existieren, bis ihr glaubt, dass euer Israel sicher ist? Zwischen 2008 und dem September 2023 hat Israel mehr als 6.000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet. Mehr als 2 Millionen Menschen sind in der Blockade Gazas gefangen. Hat das Israel sicherer gemacht? Wie geht es dir, werde ich gefragt. Und ich will die Zahlen herausbrüllen. Mehr als 700 Tote an einem einzigen Tag. 1.000 Tote. 2.000 Tote. 3.000 Tote. Mehr als 8.000 Tote. Ich will fragen, hast du die Nachrichten aus dem Krankenhaus gelesen? Sie flehen um Untersuchungen, welche Waffen Israel einsetzt. Die Menschen kommen ins Krankenhaus und ihr Fleisch ist geschmolzen. Weißer Phosphor brennt sich durch die Körper bis auf die Knochen. Hast du gehört? Sie haben ihnen gesagt, sie sollen fliehen. Der Weg wäre sicher. Und dann haben sie sie bombardiert. Hast du das Bild gesehen, wie er seine Tochter im Arm hält? Als würden sie schlafen. So, als könnte er sie vor den Trümmern schützen. So liegen sie im Krankenhaus auf der Trage, Arm in Arm. Die Totenstarre hat schon eingesetzt. Der Junge, der starb, die Hände auf die Ohren gepresst. So, als wären die Bomben weg, wenn er sie nicht mehr hört. Hast du das Kind gesehen, was nur noch zittert? Der ganze Körper verkrampft. Es hat kein Wort mehr gesprochen, seit es aus den Trümmern gezogen wurde. Wie geht es dir, werde ich gefragt. Es geht so, antworte ich.
und meine Uni schreibt mir eine E-Mail. Sie ruft zu Solidarität mit Israel auf. Betroffene vom Terror der Hamas sollen sich melden. Und meine Tochter muss hören, wie öffentlich gesagt wird, Palästinenser sind keine Menschen. Aber Mama, sagt sie. Mama, ich bin auch Palästinenserin. Ja, Meise. Habibti, Meise. Das bist du. Und Fatima, mit der du immer so gerne gespielt hast. Und Mohammed, dein Cousin, mit dem du dich immer gestritten hast. Und Teta und Amorani. Wir müssen so laut schreien. Freiheit für Palästina. Ende dem Kolonialismus. Kampf der Besatzung. Und was schreien wir? Palästinenser sind auch Menschen. Werden sie uns glauben? Das arabische Wort für Märtyrer ist Shahid. Es leitet sich ab von Shahada, bezeugen. Ein Märtyrer ist jemand, der Zeugschaft ablegt, dass da ein Mensch war, der gelacht hat und gelebt und geliebt. Dass es etwas gibt, was stärker ist als alle zionistischen Bomben. Dass es irgendwann Freiheit und Sicherheit in Palästina geben wird. Ich war naiv. Ich dachte nicht, dass das möglich ist. Dass vor laufenden Kameras, vor den Augen der Welt ein Völkermord begangen werden kann. Dass so etwas sein kann. Dass sich eine deutsche Kriegsministerin hinstellt an einem Tag, an dem in 24 Stunden 700 Palästinenser getötet wurden und sich gegen eine humanitäre Waffenruhe ausspricht. Dass sie es wagt, uns ins Gesicht zu sagen, die Bekämpfung des Terrorismus hat Vorrang. Und zwischen all dem erreicht mich eine Nachricht. Duha lebt. Meine Kollegin Duha lebt. Duha, die immer so genervt davon war, wie erstaunt sie in Ramallah angeschaut wurde, wenn sie sagte, dass sie aus Gaza kam. Weil Gaza von der Westbank aus so unerreichbar ist. Wir sind auch einfach normale Menschen, sagte sie immer. Wir sind mehr als nur unsere Leiden. Und was ist jetzt, Duha? Wo bist du jetzt? Seit 4 Tagen habe ich nichts mehr von dir gehört. Ich warte auf deine Nachricht. Ich hoffe auf deine Nachricht. Mein Freund Tubasi ist begnadeter Schauspieler. Mein Freund Tubasi ist der künstlerische Leiter im Freedom Theater in Jenin. Mein Freund Tubasi hasst es, wenn Leute von Hoffnung sprechen. Es gibt keine Hoffnung. Es gibt Menschen, die etwas tun. Also tun wir etwas. Sorgen wir dafür, dass kein Cent aus Deutschland an die todbringende Besatzungsmacht geht. Werden wir aktiv gegen die Firma Elbit Systems. Elbit Systems stellt hier in Deutschland Waffen her und testet sie dann an Palästinensern. Sie verkauft diese Waffen als kampferprobt. Verhindern wir, dass auch nur eine Waffe, eine Kugel, eine Drohne an Israel verkauft wird. Wir sind zu spät. Gaza ist schon zerstört. Janet hat ihren Sohn schon verloren. Sadil wird nie wieder Theater spielen. Wir sind schon zu spät. Also fangen wir endlich an. Wir können nicht 20 Jahre lang trauern. Also fangen wir endlich an. Mit Wut, mit Klarheit, mit Organisation. Das sind noch Menschen in Gaza. Fangen wir an. Und hören wir nicht mehr auf zu kämpfen. Bis zur Befreiung und zur Rückkehr. Bis Palästina endlich frei ist.